So, auf der alten Aschenbüttel-Treibstoffstrecke haben wir ja ein paar Fahrzeuge, die das wunderschöne Treibstoff hin und her fahren sollen. Aber diese rentieren sich nicht, beziehungsweise sind sowieso viel zu viel und die fahren überhaupt keinen Treibstoff mehr. Was ist denn hier los? Die Stadt bekommt keinen Treibstoff mehr. Oh mein Gott! Warum das denn? Jetzt müssen wir erstmal das Ganze hier mal nachvollziehen, warum hier kein Treibstoff mehr ankommt. Treibstofftrebs. Gucken. Okay. Das Treibstoff kommt ja von hier unten. Ach so, und wo kommt das Öl eigentlich her? Ölraffinerie. Ach so, das Öl kommt von hier oben. Aber wir haben hier noch die alten Fahrzeuge. Da werden wir hier unten erstmal anfangen. Wir werden erstmal an der Quelle oder an dem Problem anfangen. So, und zwar brauchen wir erstmal hier eine Landstraße, die 100 km/h schnell fahren kann oder wo man 100 drauf fahren kann. Und müssen hier erstmal alles nach und nach ändern. Das war natürlich ganz falsch. So, so wird es gemacht. Kollision, ja, das war klar. Einmal bauen ohne Kollision, das geht natürlich nicht. So. War auch nicht möglich, ja, das war mir klar. Oh, dann machen wir hier eine dünne Kurve. So. Dann gucken wir mal. Also hier könnten wir auch noch schnell fahren. 100. Oh, nicht schon wieder. Jetzt hätte ich schon wieder fast falsch getippt. So. Jetzt bauen wir erstmal das hier mit aus. War nicht möglich. So. Dann geht es ja in die Stadt rein. Okay, dann sollen sie auch langsam fahren. Das ist alles kein Problem. Und dann außerhalb sollen sie wieder schnell fahren. So. Machen wir das auch mal ein bisschen moderner hier. Chico, Chico. So, dann müssen wir mal Ölraffinerie, Treibstoffschmiedling und die hier. Müssen wir jetzt mal komplett neu machen. Also, wir müssen anfangen mit Ölraffinerie natürlich. Da verkaufen wir natürlich alle Fahrzeuge. Wo haben wir Ölraffinerie? Hier haben wir das doch gehabt. Oh, hier haben wir einen Haufen Fahrzeuge. Die werden natürlich verkauft. Alle 13 Sekunden, das ist mir. Das ist ein bisschen zu oft. So, wo haben wir hier unten das Depot? Ist die Frage. Haben wir hier unten überhaupt ein Depot? Ach, die fahren glaube ich von hier unten, aber die ja hochfahren lassen. Genau. Straßenfahrzeuge. Güter. Und jetzt gucken wir mal. Wir brauchen welche, die Öl transportieren. Da mal einmal hier den Tank-Trailers, wir haben den Semi-Trailers und das war's. Gut, den hier könnte man auch noch nehmen, aber der ist mir zu langsam, 90. Wir sind auf der 100er unterwegs und da haben wir hier automatisch Rohöl. 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl ich glaube mit 4 sind wir schon gut unterwegs. Und holen uns noch von denen hier, die Rohöl transportieren sollen. Achso, nee, das ist Rohöl. Ah, jetzt habe ich natürlich falsch gemacht. Rohöl, Rohöl, Rohöl. Und Rohöl. So, und dann soll von denen hier nochmal ein paar fahren. Nee, von denen nicht, sondern von denen hier. Rohöl. 1, 2, 3. So.
Und die sind jetzt alle auf die Öl-Raffineriestrecke. Dann haben wir die nächste Strecke. Also Öl-Raffinerie haben wir jetzt fertig. Treibstoff, Schiff. Treibstoff kann auch diese beiden wieder fahren. Andere Fahrzeuge können nie, aber hier, die können wir auch noch. Mit Treibstoff. Dann machen wir hier. Hier können wir noch ein bisschen Treibstoff machen. 1, 2, 3. Dann holen wir uns von denen hier nochmal Treibstoff. Und so, 1, 2. Und von denen hier nochmal, die ein bisschen Treibstoff fahren sollen. 1, 2. Die sollen alle auf die Treibstoffschiff, habe ich gesagt. Als das aber den Rest verkaufen. Sieht jetzt schön bunt gemischt aus. Treibstoff, Schiff, hier. Die alle nach Hause und verkaufen. Linie, Treibstoffschiff. Wo haben wir die? Schmidling, Treibstoffschiff, hier. Und dann brauchen wir natürlich noch welche, die auf Treibstoff Schmidling fahren. Da nehme ich mal nur 3, 4. Ach, nehmen wir noch die hier das, noch dazu. 1, 2, 3. Und die sollen, nachdem ich hier die Fahrzeuge wieder verkauft habe, verkaufen auf die Treibstoff. Schmidling. War mal die Schmidling hier. So, dann gucken wir uns mal die Fahrzeuge an, wie sie hier rausgedonnert kommen. Der Rest wird jetzt wieder verkauft. Das ist das Schöne an meinem Job. Alter, der Sound. Ach, wir spulen mal vor. Der hat ja keinen Dings drauf. Okay, wir fahren irgendwie alle gleichzeitig los. Alles klar, okay. Also teilweise erkenne ich keinen Unterschied zwischen den Fahrzeugen. Das ist einer so einen normalen Tank, wie man den auch kennt. Na, wo habe ich ihn? Die sind hier mit den draufgesetzt wird. Okay, also teilweise, wie gesagt, erkennt man hier keinen Unterschied. Finde ich jedenfalls. Aber naja, ich bin vielleicht auch ein bisschen dämlich. Was natürlich sehr gut sein kann. Aber wir müssen natürlich auch gucken, Treibstoff-Trebs, was fährt denn hier für Fahrzeuge? Wir haben hier zwei Fahrzeuge, zwei Schiffe. Sind natürlich, glaube ich, aber auch nicht mehr die jüngsten, die Viola. Was so pfeift, ist hier das Mutterdings hier. Oh. Was eigentlich wirklich kaum Kosten auf sich nimmt. Hier verkaufen sie auch noch einen Haufen. Also wir gucken mal kurz. Viola. Die Viola ist, glaube ich, ein recht älteres Schiff. Also was kommt da hier an Essen? Schiffe kaufen. Dann haben wir Güter. Die Viola ist hier. Und wir brauchen, wenn dann... Ist die Viola das Größte? Okay, dann ist die Viola wirklich das Neueste. Vom Neuesten. Gut zu wissen. Was sagt denn die Stadt hier mit Treibstoff? Trebs. Die sagen Treibstoff in Ordnung. Das erfreut mich. Und was sagen die hier drüben?
Neu-Ulm, die müssten aber auch Treibstoff nicht so gut. Okay. Gut zu wissen. Es ist dann wirklich irgendwie ein Treibstoffproblem, aber hier unten fahren jetzt langsam die ganzen neuen LKWs ein. Und hier hängt recht viel Treibstoff rum. Okay, so viel auch wieder nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht, wenn die beladen sind. Ah, die kriegen sogar die Runden drauf. Das ist sehr geil. Das ist richtig sexy. Und wir haben ja hier drei Terminals, sind alle drei ausgenutzt. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde das hier wegreißen. Das bestätigt, ja. Bahnhof habe ich auch, krumm und sonst was alles. Und dann gehen wir hier hin, dann gehen wir hier hin, dann haben wir drei hier, dann haben wir Street. Gehen wir auf Medium, dann haben wir, brauchen wir eigentlich auf keine Seite hinausfahren. New City Old. Ach so, okay. Keine. Dann brauchen wir hier keine, die längste, dann haben wir nochmal Two-Way, also dass sie umdrehen und nicht einmal durchfahren. Die sollen umdrehen. Fences-Typ. Oh, geil. So, Anrufbeantworter ist weg. Und wir bauen den hier hin. Und ich werde angerufen. Wer weiß, was da wieder Wichtiges ist. Wir lassen den mal kurz vorlaufen. Wir gucken mal, was hier passiert. Bin ich mal gespannt. So, da kommt der erste LKW. Der fährt jetzt hier rein. Fährt bis hinter durch. Lädt auf, dreht um, fährt los. Geile Sache, gefällt mir. Leute, ich muss mal gucken, wer mich angerufen hat. Und damit würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen. Wenn nicht, einen Daumen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dann natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Dann natürlich LP18 jetzt speichern. Und dann ciao, ciao.